Wir haben hier in dieser Sendung schon viel über die katholische Kirche geschimpft. Völlig zu Recht natürlich, so war mir Gott helfe. Aber, ja, vielen Dank. Aber jetzt gibt es auch mal was Gutes zu berichten. Bisher gab es bei der katholischen Kirche strenge Vorschriften für ihre MitarbeiterInnen. Man konnte zum Beispiel als wieder verheirateter Mensch den Job verlieren. Das haben die Bischöfe jetzt geändert. Die Kirche als zweitgrößte Arbeitgeberin in Deutschland nach dem Staat hält sich in Zukunft aus dem Privatleben raus. Halleluja! Menschen aller Religionen und sexuellen Orientierung werden endlich akzeptiert. Wow, damit ist die Kirche weiter als die FIFA. Dauert nicht mehr lang und der Papst zieht sich eine One-Love-Binde an.